Hast du da drin? Jetzt soll es schwierig sein. Das wird mein erster Trainingslog. Mit dem Bengi natürlich. Tight grip, overhead squat. Six. Oh, ja. Vermittelt meine Freundin, der Wichser. Das ist meine neue Freundin. Er ist Mara. Er hat normalerweise eine Augenbraue, heute hat er ausgeschlossen zwei. Das ist der Josef. Der steht immer ganz gern nackt in der Sauna rum. Spiel mal die Story von Eriks Account, der gehackt wurde. Erik, dem ist sowas wie Fame und sowas ist Erik nicht wichtig. Das ist ihm egal. Er hat irgendwie über Nacht auf einmal 15.500 Follower gehabt, weil er gehackt wurde. Passend, der Josef wurde auch schon mal gehackt. Kannst du hypen? Das heißt, bevor ihr gehackt werdet, sagt seinen Followern bitte Bescheid einfach. Rezept, dass man nicht gehackt nicht gehackt wird? Ja. Welches? Oğlum bak dokma kafana yersin. Es hieß, so viel, es hieß auf Eritreisch so viel wie ich trainiere gerne Bauch und Sixpack. Ali, stelle ich mal in drei Worten vor. Drei Worte, die dich beschreiben. Fußball? Nee, ich weiß nicht. Es ist schwer, sich mit drei Worten zu beschreiben. Ich bin vom Dämmen weggekommen, echt jetzt. Ja, Ali, zeig mal deinen Penis drin. Deine Ali, du meinst nicht so, das wäre nicht deine. Yo, es ist Alis letzter Tag in der Türkei, in Deutschland, oder? Türkei. Deswegen gehen wir jetzt noch was essen, wir waren jetzt gerade sick trainieren. Es waren 100 Snatches mit 80 Kilo. Jetzt wirklich? Ja. Also 100 Snatches mit 80 Kilo, für Leute, die kein CrossFit machen, 80 Kilo Snatch ist halt schon, finde ich's krass, oder? Kommt drauf an, es ist schon nicht ohne. Ist auf jeden Fall schon heftig. Ich denke mal, es wird mein letzter Vlog oder beziehungsweise Trainingslog auf Deutsch sein. Die nächsten werden alle auf Englisch sein. Auf Türkisch. Oder auf Türkisch. Auf mit, Türkisch. Durch Alis Hilfe. Und deswegen Sayonara, bis später beim Essen. Auf jeden Fall sind wir jetzt im arabischen Restaurant, Sindbad Grillhaus. Es ist, glaube ich, eigentlich afghanisch oder persisch. Es ist alles auf Arabisch. Und der Ali freut sich schon. Es wird türkisch. Mein Akku ist fast leer. Deswegen, peace out. Yeah.